Hey, spiel einfach mal was. Zeig mal, was du kannst. Ah, ich weiß nicht, da fällt mir immer irgendwie nichts ein. Und was ist mit dem Schlagzeug-Solo? Schlagzeug-Solo. Hi YouTube, sowas kennt bestimmt jeder von uns. Improvisieren und Solospielen ist für viele Musiker ein rotes Tuch, weil es eben nicht wirklich greifbar ist oder feste Regeln und Herangehensweisen hat. Man hat Angst, dass einem die Ideen ausgehen oder dass man nach 2 Minuten schon seine besten Ideen rausgehauen hat. Was dann? Es ist dabei erstmal völlig egal, ob man Anfänger oder schon Fortgeschrittener ist. Vielleicht weiß man auch einfach nicht, wie man anfangen soll. Gleich vorweg für alle, die jetzt denken, man muss ja auch kein Solo spielen oder improvisieren, ich spiele nur Grooves. Absolut in Ordnung, aber das Ganze hat auch viel mit musikalischem Denken zu tun und bringt dich ganz einfach insgesamt weiter. Nicht nur beim Solospiel, sondern auch im Zusammenspiel und beim Jammen. Also was kann man tun, anstatt permanent neue Ideen mit Vollgas rauszuhauen? Kann man das tatsächlich üben und wie? Ich habe mir für dieses Video Folgendes überlegt. Wir müssen erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen Spielen, also im wörtlichen Sinne ans Instrument setzen, Spaß haben, ohne beurteilen oder bewerten. Das ist total wichtig. Aber was anderes, das kann ich gut machen als letzten Teil einer Übesession, zum Beispiel nach dem eigentlichen Üben. Ich meine hier aber das gezielte Trainieren bestimmter Fähigkeiten, neue Dinge lernen und die eigenen Möglichkeiten erweitern. Auf dem PDF, Link wie immer hier oben und überall unter dem Video, findest du 20 mögliche Punkte oder Tipps, Werkzeuge, wie auch immer wir es nennen wollen, einfach musikalische Parameter und Stellschrauben, die ich dir hier mal kurz zeigen möchte. Druck dir das vielleicht aus und leg's neben das Drumset. Gerne kannst du auch schon während dem Video dir ein paar persönliche Notizen machen, denn niemand kann das Ganze so verständlich und gut für dich notieren wie du selbst. Nach den Tipps spiele ich dir ein ganz konkretes Beispiel, wie du diese Liste kreativ anwenden und dir ein kleines Solo daraus basteln kannst. Ein guter Start könnte hier eine Groove-Improvisation sein. Das heißt, ich spiele einen Groove und nehme ein Element oder ein Instrument raus, mit dem ich dann improvisiere. Die anderen bleiben erstmal gleich, das kann ich natürlich später erhöhen. Aber ein Beispiel, Hi-Hat, Snare-Drum, wie in einem Basis-Groove, also Snare 2 und 4, plus die Bass-Drum wird variiert. Klingt so. Punkt Nummer 2, eine Fußbegleitung als Basis, ein sogenanntes Fußostinato, also ein gleichbleibendes Pattern. Man muss dazu wissen, gerade als Anfänger bringt mir das erstmal zusätzliche Schwierigkeiten, rhythmische und körperliche Unabhängigkeit, aber es verschafft mir auch einfach Zeit. Ich kann zwischendurch einfach mal nichts spielen und das Fußpattern läuft durch und ich habe einen durchlaufenden Puls, also interessant als Basis. Ein einfaches Beispiel klingt so. Schlagzeug ist ja kein Melodieinstrument an sich, trotzdem haben wir verschiedene Töne einfach hier zur Verfügung, je nachdem wie viel Toms du spielst, man kann auch die Becken verwenden und es ist durchaus interessant, mal nicht nur rhythmisch zu denken, sondern wirklich eine Melodie hier zu komponieren. Stichwort Orchestrierung, also wie verteilen wir unsere Ideen auf dem Drumset, welche Instrumente benutzen wir. Hier ist eine ganz gute Übung, erstmal sich zu begrenzen auf ein Instrument oder vielleicht maximal 2 oder 3 Instrumente, so dass ich dann nur mit diesen spiele.
Es ist auch eine gute Idee, ein Solo mit einem Instrument zu starten und dann von da an aufzubauen. Zum Beispiel. Es gibt hier noch jede Menge mehr Konzepte, zum Beispiel die Aufteilung des Drumsets in zwei Hälften, links und rechts, also vertikale Aufteilung, horizontale Aufteilung. All das ist das gleiche Prinzip, ich könnte auch nur die Becken nehmen. Also es geht um eine bestimmte, festgelegte Orchestrierung. Ich könnte auch die Orchestrierung einer bestimmten, bestehenden Idee einfach mal verändern und neu verteilen und schauen, okay, funktioniert das auch mit anderen Instrumenten? Ich muss aber natürlich nicht immer so viel verändern, wie ich das jetzt gemacht habe, also komplett die Figuren neu zu verteilen, sondern vielleicht auch nur mal einzelne Elemente oder Schläge daraus. Dynamik ist bestimmt eines der wirkungsvollsten Werkzeuge, die wir Drummer an der Hand haben. Wir können die Gesamtlautstärke verändern, wir können einzelne Instrumente lauter und leiser machen, Crescendos, Decrescendos, in etwa so. Die Akzente gehören natürlich auch zur Dynamik. Ich habe sie hier rausgenommen, weil für mich haben sie nochmal so einen anderen Effekt. Sie verändern die Struktur und das Erscheinungsbild einer Figur oder Idee und natürlich auch das Feel, das man erzielen will. Hier erstmal ein Beispiel mit Toms. Artikulation verändern. Was ist überhaupt Artikulation beim Schlagzeug? Wir können ja nicht wie bei anderen Instrumenten die Töne einfach verbinden oder beliebig verlängern, aber wir können unsere Schläge verschieden ausführen oder klingen lassen. Mal ganz abgesehen von Dynamik und dem Wechsel auf Besen oder Rods können wir einen normalen Schlag spielen. Wir können einen Bassschlag, also einen Federschlag hier spielen. Wir können Flams spielen oder auch Doppelschläge spielen. Also jede Menge Möglichkeiten, nochmal eine Figur zu verändern.
Bei dieser Übung begrenzen wir uns auf einen Notenwert. Ich mache hier mal ein Beispiel mit Achtelnoten. Die Regel ist, ich darf nur maximal Achtelnoten oder einzelne Achtelpausen spielen. Wir können auch versuchen, unsere Ideen in andere Notenwerte zu transferieren. Also funktioniert zum Beispiel unser Paradiddle in Sechzehntel auch in Triolen, in Quintolen oder was auch immer. Es wird nicht für jede Figur und für jeden Notenwert funktionieren, aber hier ein Beispiel. Okay, kurze Verschnaufpause und ein paar super wichtige Erkenntnisse, die mir die Augen und Ohren zu dieser Thematik wirklich geöffnet haben und es immer wieder tun. Auch die findest du als kleine Erinnerungen und Merksätze auf dem PDF. Es gelten hier alle musikalischen Grundprinzipien und Regeln, die wir so kennen, und wir können das auch sehr gut mit Sprache vergleichen. Wenn man zum Beispiel ein Kind immer gleich laut schimpft und schreit, dann wird es irgendwann nicht mehr reagieren und sagen, der schreit sowieso immer. Wenn aber Eltern eher ruhig und besonnen im Normalfall reagieren, aber in dieser einen Situation plötzlich sehr laut werden, dann weiß das Kind, okay, die Lage ist jetzt wirklich ernst. Oder was würde passieren, wenn man einfach flüstert? Immer Vollgas zu spielen wird sehr schnell eintönig und langweilig, weil der entsprechende Kontrast fehlt. Bei unserem Gespräch wäre die Frage, erinnern wir uns an jedes einzelne Wort, was gesprochen wurde, oder eher an die Gesamtaussage und vor allem das Gefühl, was dann am Ende bleibt. Übertragen auf unser Drum-Solo, erinnern wir uns an einzelne Schläge, Notenwerte oder Handsätze, also was auf der Bühne gespielt wurde, oder eher wie wir uns als Zuschauer oder Zuhörer in dem Moment gefühlt haben. War es spannend, war es abwechslungsreich, witzig, vielleicht überraschend und so weiter. Begrenzung ist sehr wichtig im Zusammenhang mit Improvisieren. Es entsteht einfach mehr Kreativität dadurch, dass ich einen klaren Rahmen abstecke, innerhalb dessen Grenzen ich mich frei bewegen kann. Das gibt Klarheit und Sicherheit und überfordert mich nicht, weil ich zu viel Auswahl und Möglichkeiten habe. So fällt es mir leichter, neue Kombinationen und Ideen zu entdecken. Und genau das machen wir mit den Tipps. Weniger ist mehr. Bei dem, was wir spielen, also nicht ständig Neues, und auch bei dem, wie wir spielen. Also wir dürfen nicht zu viele Änderungen gleichzeitig vornehmen, zum Beispiel Melodie, Dynamik und Notenwert auf einmal ändern. Wir dürfen unser Publikum und auch unsere Mitmusiker nicht verwirren und sollten sie lieber folgen lassen mit klaren, bewusst gesetzten Kontrasten und einem roten Faden. Im besten Fall machen wir uns also auch Gedanken über die Struktur, die Komposition und die Dramaturgie. Lass mir gerne ein Like da, wenn du mehr solche Videos sehen willst. Vielen Dank dafür. Als Einstieg zum Thema Form und Wiederholung können wir uns erstmal einen vier- oder achttaktigen Ablauf vorstellen, sodass wir eben nicht mehr komplett frei spielen, sondern schon mal eine grobe Unterteilung haben. Ich spiele mal einen viertaktigen Ablauf als Beispiel. Wenn ich freier spielen will, kann ich mir dazu auch einfach eine Melodie vorstellen, ein Thema, was ich aus dem Song gut kenne und das vielleicht auch sogar mitsummen, dass ich die Länge habe. Es funktioniert auch gut zu Playalongs, also hier kannst du kreativ sein. Wir vergessen oft die Power von Wiederholungen. Am Schlagzeug müssen wir Meister im Wiederholen sein, denn so können wir Dinge etablieren und die Aussage verstärken. Und das macht ja auch erst überhaupt Variation möglich, indem wir also die Ideen wiederholen und weiterentwickeln.
der nächsten Übung identisch wiederholen, geht es weniger darum, das als Element so in einem Solo oder beim Improvisieren zu verwenden, sondern es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Ich muss mir das, was ich spiele, merken, um es dann direkt im Anschluss nochmal reproduzieren zu können. Ich mache es mal in einem Groove-Ablauf. Ich spiele 2 Takte Groove, dann 1 Takt Fill-In und dann wiederhole ich diesen Fill-In-Takt identisch nochmal, sodass ich am Ende 4 Takte habe, 2 Takte Groove und dann 2-mal der Fill-In. Ich kann das auch ohne Groove spielen, also 1 Takt, identisch wiederholen, neuer Takt und so weiter. Dann habe ich keine Zeit dazwischen oder noch fortgeschrittener, ich spiele immer 2 Takte mit neuer Idee, die ich dann wiederhole. Also 2 Takte, 2 und so weiter. Frage und Antwort, ein uraltes Konzept, aber es funktioniert einfach ganz gut. Ähnlich, weil es auch ist wie in einem Gespräch. Ich zeige es hier mal anhand von einem Groove und dann noch mit den Toms. Der erste Takt ist immer sozusagen die Frage, so kann man sich's vorstellen, und der zweite die darauf folgende Antwort. Sehr cooler Effekt kann auch sein, mal den Spot anzuschalten und ein bestimmtes Element oder Instrument hervorzuheben. Das ist, als hätte ich ein Schwarz-Weiß-Bild und irgendwo ist ein kräftiger, farbiger Punkt. Bei der Ankerübung setzen wir uns einen Anker, der uns Sicherheit gibt, auf den wir immer wieder zurückkommen können. Sehr gut, um den Flow zu üben, also den Spielfluss. Wir können das als ganzen Takt machen oder auch nur als bestimmte Note oder bestimmtes Instrument, auf das wir uns immer wieder beziehen. Die nächsten 3 Punkte habe ich auf dem PDF als Phrasierung bezeichnet. Phrasierung ist ja auch eine Art Superkraft. Also es gibt diesen berühmten Spruch über berühmte Musiker. It's not what they play, it's how they phrase. They phrase. Zum Phrasieren gehört in der Musik grundsätzlich Artikulation, dann der Abstand zwischen den einzelnen Noten und Pausen, somit auch das Feel. Die Rhythmik und die Dynamik. Ich habe das hier in der Auflistung auf verschiedene Punkte aufgeteilt, um das auch einzeln üben zu können. In diesem Punkt zeige ich dir mal, welchen Effekt es hat, wenn man die Phrase verkürzt. Bei der Phrasierung kann ich, wie eben erwähnt, auch die Rhythmik ändern. Und hier geht es mir jetzt insbesondere darum, mal zu schauen, an welchen Stellen überall
kann ich die Figur oder Idee in Relation zum Grundpuls spielen. Das heißt, beginne ich alles immer auf der 1 oder auf der Viertelposition oder könnte ich eine rhythmische Figur auch auf der 1 und oder der 2, D oder wo auch immer beginnen. Super spannend, unglaubliches Potenzial, aber gar nicht so leicht. Die Figur war immer gleich, ich habe sie nur eine Sechzehntel jeweils weitergeschoben. Auch ganz wichtig bei der Phrasierung ist das Feel, das wir gern spielen wollen. Und das können wir verändern. Das kann erstmal ganz grob sein, natürlich binär und ternär. Aber auch eine ganz persönliche Richtung. Also wo schiebe ich die Schläge hin auf der ternären Unterteilung, wie man das ja auch bei tollen Jazz-Drummern kennt, die ihren ganz eigenes Feel hier spielen. Und das kann natürlich auch was Abgefahrenes sein. Das eine Idee-Konzept, wie ich es hier genannt habe, es geht also darum, was kann ich aus einer einzigen Idee machen, und das ist im Prinzip das, was wir ja als Variation bezeichnen würden. Also Variation sind alle Punkte, die wir vorher genannt haben, Dynamik, Orchestrierung, Notenwerte, Phrasierung, all das gehört zur möglichen Variation dazu. Nimm dir dazu einfach mal eine Idee von dir, die du gern spielst, die du gut kannst. Es kann ein Fill-in sein, ein ganzer Tag lang, was auch immer. Hauptsache eben nur diese eine Sache. Und wir schauen mal, wie weit kann man es damit treiben, wo kann man das hinführen. Es gibt hier auf YouTube ein Video, wo Benny Greb das auf einem Workshop auf der Bühne erklärt dem Publikum und sagt, hey, es funktioniert sogar mit sowas Einfachem wie einfach nur zwei Schläge, indem ich dem Ganzen eine Form gebe, ich baue eine Phrase draus, ich gebe eine Time dazu und ich fange dann an, das eben mit Hilfe der Punkte, die wir alle genannt haben, zu variieren. Könnte in etwas so klingen, ich versuche es einfach mal. Wir haben es tatsächlich geschafft, Tipp Nummer 20, musikalische Formen und Abläufe bilden. Wir haben uns ja vorher schon mit Abläufen und Formen etwas beschäftigt, 4 Takte, 8 Takte. Jetzt geht es hier darum, sowas wie es zum Beispiel im Jazz verwendet wird, A-A-B-A-Teil. Das heißt, ich habe also eine Idee oder ein Thema, ein Motiv, was ich hier verwende. Das wäre der A-Teil, das können zum Beispiel die 4 oder 8 Takte sein. Dann etabliere ich das Ganze nochmal, spiele es also nochmal den A-Teil. Dann kommt der B-Teil und nochmal am Ende der A-Teil, sodass ich einen vierteiligen Ablauf hier habe. Wir können das entsprechend auch anpassen und sagen, okay, wir nehmen A, 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 B. Also das kannst du organisieren, wie du das willst, aber du hast wieder eine Idee und eine Struktur im Kopf für dein Solo. Ich brauche dir hier überhaupt nichts spielen, denn das kommt direkt nach dem Bonustipp im Anwendungsbeispiel. Natürlich gibt es auch in diesem Video einen Bonustipp, eine sehr gute Übung zum Improvisieren und Solospielen ist es auch, einfach mal nur das Practice-Pad herzunehmen. Ich bin wirklich sehr, sehr begrenzt, ich habe nur einen Sound
Oder wie ich jetzt, ich zeige es gleich mit meinem Pad mit verschiedenen Schlagflächen, vielleicht hier noch mehr Sounds, aber es ist wirklich sehr begrenzt und ich muss versuchen, aus diesem wenigen wirklich Musik zu machen. Ich finde, es ist eine ziemliche Herausforderung und man lernt sehr viel über sein Spiel und wo man vielleicht an die Grenzen stößt. Wenn du die einzelnen Punkte etwas erforscht hast, kannst du dann das PDF mal, wie erwähnt, neben das Drumset legen und dir vielleicht einen dieser Tipps oder Punkte rauspicken als Basis und dann schauen, was kann ich aus diesem einen Ding machen, welche weiteren Punkte und Aspekte bringe ich vielleicht rein, wie kann ich eine musikalische Form etablieren und das Ganze sinnvoll aufbauen. Es geht hier nicht darum, dass du nur noch vorgefertigte Sachen spielst, aber du trainierst so die Fähigkeit, wesentlich freier zu spielen und ganz individuelle Guidelines und Komponenten zu entwickeln, die dir Sicherheit und Raum geben, auf die du immer wieder zugreifen und sie neu interpretieren kannst. Als Beispiel spiele ich dir mal eine Grundidee von mir. Ich habe 2009 als Teil einer Abschlussprüfung ein Solostück vorbereitet. Ich war es gewohnt, Schlagzeug-Solo zu spielen, aber eben eher auf der Bühne in der Rockband auf die Mütze und nicht vor dem Prüfungsausschuss. Es war mir also trotz aller Bausteine im Kopf und den Erfahrungen zu riskant, in der Situation wirklich völlig frei zu spielen. Also habe ich mir ein Gerüst zurechtgelegt. Die Grundidee baut auf einer Melodie auf den Toms auf. Ich habe mir dann dazu eine Variation als Kontrast oder man könnte auch sagen als Frage- und Antwort-Ding dazu überlegt und das Ganze dann in die AABA-Form gebracht. Danach ging es in einen Groove-Teil über, wo ich mir wieder bestimmte Dinge festgelegt habe. Zum Beispiel das Fußpattern bleibt gleich, für so und so viele Takte spiele ich auf dem Ride und variiere die Notenwerte und so weiter. Bis ich dann im Outro wieder mein AABA spiele, aber mit veränderter Dynamik. Klarer Ablauf und trotzdem genügend Freiraum. Das ist natürlich nur ein einfaches Beispiel. Mit der Zeit erlangt man mehr Freiheit und Sicherheit und braucht überhaupt keinen festgelegten Ablauf mehr. Du siehst, es ist also definitiv möglich, hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen und das sinnvoll zu üben. Wenn du Lust hast, schreib in die Kommentare, welcher Punkt dir am besten gefällt oder welche Erfahrungen du zu dem Thema hast. Hier findest du ein weiteres Video zum Thema Flow und Freispielen. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß, Erfolg und Mut beim Improvisieren. Wir sehen uns im nächsten Video.